Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Ja, heute wollen wir mal uns angucken, wie die TM-Maschine funktioniert. Materialien kann man gegen LP tauschen, okay, und man kann TMs herstellen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig knuffig aus. So, dafür brauche ich Materialien. Und Liga-Punkte. Okay, die Liga-Punkte sind wichtig. Die sollte ich eher da benutzen. Ah, und wenn ich die TMs finde, dann erhöht sich auch die Anzahl von dem, was ich herstellen kann. Okay, welche Techniken könnte ich denn von Anfang an überhaupt erstmal gebrauchen? Ich würde sagen, Käfertrutz brauche ich auf jeden Fall mal. So, Ziehstrahl. Kann ich mir ja für später machen, wenn ich mal ein Ziel-Pokémon habe. Also noch ein Grund, eigentlich jedes Pokémon, das man unterwegs sieht. Wann habe ich Mankey-Haare bekommen? Ach so, von ihr wahrscheinlich gerade, ne? Ja, das ist abhängig davon, wie schwer mein Gegner ist. Die Zerntechniken hätte ich eigentlich ziemlich gern. Vor allem, mein Dino kann Feuerzahn und Donnerzahn erlernen, aber Eiszahn nicht. Habe ich sonst noch irgendeine gute Technik hier drunter? Ich kann die Säuse-Stimme mir gönnen. Ja, komm. Fußkick und ich gebe sie Bammelin. Und ja, ich weiß, wie dumm es war, Käfertrutz nicht instant meinem Pokémon zu geben. So, dann holen wir auch noch zwei Säuse-Stimmen. Jetzt weiß ich ja, dass Materialien sehr, sehr wichtig sind. Pokeportal. Da gucke ich gleich einmal rein. So, Käfertrutz. Und Säusestimme. Was ist denn das Pokeportal? Ah. Hier kann man die ganzen Sachen machen. Mir fällt übrigens ein, ich kann mir noch ein Geheimgeschenk abholen. Einen Moment, Leute. Ja, da haben wir auch das schon, das Geschenk. Wir können uns nämlich ein Pikachu abholen. Das ist ganz speziell, weil das ist auch noch nebenbei ein Flug-Pokémon. Schaut euch dieses Pikachu an. Ist es nicht cute? Und das nächste Maus-Pokémon. Wenn sich mehrere dieser Pokémon versammeln, kann ihre geballte Energie Blitzgewitter erzeugen, um Gottes Willen. Pika! So, das ist jetzt in meiner Pokémon-Box. Das kann auch fliegen von Anfang an, soweit ich das gelesen habe. Also eigentlich ein sehr praktisches Pikachu. Ist ja auf jeden Fall praktischer als meine jetzige Elektromaus. Warum Klonen mitnehmen, wenn man auch den richtigen dabei haben kann, ne? Aber ich hätte eigentlich gerne Artenvielfalt. Was ist überhaupt für Kuli von überhaupt ein Typ? Normal. Es ist einfach nur komplett ein normales Pokémon. Ja, dann nehme ich das statt Ferkuli mit. So, dann haben wir zwei Maus-Pokémon dabei. Wird schon passen. Multiplayer-Folgen gibt's nach dieser Folge eventuell. Ich muss da mal gucken. So, hier ist auch die erste Stadt, ne? Mal mit allen Leuten reden.
Hier kann man sich mit Freunden treffen. Ich muss das wahrscheinlich auch über dieses Poképortal machen. Patrolido. Oh, sind da hinschmelzen Eis. Ja, ich will. Oh, das, das verbessert hier Sachen. Ich bezahle mit Geld und gönne mir einen Soda-Eis. Das sieht köstlich aus. Heißt das jetzt, meine Fertigkeiten sind erhöht? Schummelmodus aktiviert. Hier gönnt sich einer. Möchtest du mit mir reden? Hallo? Okay, wen nicht. Ich wollte die erst fangen, aber jetzt sind das wahrscheinlich ihre Datiris. Ja, die sind auch knubbig. Also mein Pikachu soll ja wirklich fliegen können, ne? Ja, ist Terra-Typ, also Zweityp Flug. Da, fliegen. Ah, man muss gar nicht mehr zu dem Attackenerinnerer. Ja, ich kann reinpfeifen. Ich kann nicht mit dem Mädchen reden. Pelipper war in Pokémon Mystery Dungeon das allererste. Da das Pokémon, was die Post geleitet hat. Pokémon Mystery Dungeon war auch so eine Spielreihe, die ich gefeiert habe. Ich sag Spielereihe, weil sie schon ein bisschen anders sind als die normalen Pokémon-Spiele. So, ist hier sonst nichts? Ich kann nicht in die Häuser rein, wie es scheint. Okay, in welche Richtung muss ich denn? In die Richtung. Ich muss auch noch dran denken, mir einen Azure zu fangen. Ich krieg bestimmt irgendwo noch mal die Gelegenheit. Auf dem Weg zur Akademie, südliche Zone 1. Da ist ein Hauptsportverein, nur die XP. Datiri, Datiri, Datiri. Level 12. Ein neues Pokémon. Seine Stimme. Autschen. Aua. Dich fange ich. Der Ball schwebt einfach in der Luft. So, Datiri Federn tippe ich mal. Ja, Federn. Das Rotkehlchen-Pokémon. Sie leben sowohl in der freien Natur als auch in Städten. Ein heftiger Revierstreit mit Cavaloro hat einmal eine ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Oh, hi. So, du kannst Items einsammeln, hieß es. Ja, es hat den Trank eingesammelt. Ich muss nicht extra hinlaufen. Ich kann einfach sagen, hey, renn da hin. Ich will mal kurz an dem Fluss da gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege ein
weiter Satsuri, zumindest die Chance. Gurke macht so lange XP. Da sind Gehweihers. Und hier ist ein gelber Ball. Erholung. Schlechte Entscheidung. Ich komme ja nicht mal ran an die Gehweihers. Sind das überhaupt Gegner? Warte mal. Wenn, müssen wir ein Wasser-Pokémon losschicken. Nee, es sind keine Gegner. Ich mache mich umsonst zum Horst. Attacke! Ich sollte ein bisschen Pikachu in den Kampf schicken. Obwohl, erstmal leveln, ne? Da ist nochmal Enton. Was? Pikachu? Ziehen die Schlacht? Das ist genau dein Gebiet. Ja, Pikachu? Attacke! Muss ja ein bisschen leveln. Es will nicht kämpfen. Es hat Angst vor der Spinne. Ha, was für ein kleiner Feigling. Och, Grimm, sei doch nicht direkt so gemein. Guck mal, das nutzloseste Pokémon. Ich muss, glaube ich, wenn Bamelin da hinschicken. Ich bin gespannt auf seinen Pokédex-Eintrag. Wieso kann ich den Pokéball nicht werfen? Ich habe erst mal überlegt, was ist das? Ein Sproxy, du siehst cool aus. Oh, du bist ein Gift-Pokémon, wie es scheint. Du wiegst eh nicht viel, ne? Aua! Hör auf damit! Roxy, du gehörst mir! Ein neues Pokémon wurde gefangen. Das ist eine Maus? Sproxy, das Giftmaus-Pokémon. Um Feinde von seinem Revier fernzuhalten, malt es mit einer giftig stechenden, riechenden, flüssigen Markierung um sein Nest herum. Ich wollte nicht auf Spitznamen gehen. Ja. Dich kann ich statt Pamo mitnehmen. Ich habe ja eh Pikachu. Du siehst sehr interessant aus. Bei dir bin ich gespannt auf die Entwicklung. Da ist auch ein Azuchel. Ich kann die aber nicht bekämpfen, wenn die im Wasser sind, ist das Ding. Ich muss, glaube ich, erst selber schwimmen können. So, es wird, es ist an der Zeit. Nein, nicht den Autokampf. Ja. Das war ein ungewollter Fehler. Wie funktioniert eigentlich dieses Autohalten, von dem ich hier die ganze Zeit lese? Ach, nutze dann von sich aus die Tränke.
Oh, hi. Magst du kämpfen? Und jetzt kommt's, Carpador. Marty. Ich wusste schon immer, dass Martys böse sind. Oh, ein Kamerabs. Nein. Das mit Flug ist eigentlich sogar richtig krass bei diesem Pikachu, fällt mir gerade ein. Weil normalerweise ist ja Pikachu schwach gegen alle Pokémon, die Bodenattacken beherrschen. Aber durch Flug ist diese Schwäche komplett neutralisiert. Aua. Pack doch die Knarre weg. Wir sind doch keine Gangster hier. So, Marty haben wir besiegt. Nee. Nicht so. So, dahin wollen wir. Da ist schon wieder ein Pokémon Center. Oh, das Spiel ist günstig mit diesen Pokémon Centern. Ich heile ja eh. Ja, ich habe Spaß an Kämpfen. Und ist deine Schrift eigentlich gelb? Okay. Ich glaube, jeder, der so eine gelbe Schrift hat, der hat was für mich. Das ist gut, weil dann kann ich die leichter rauserkennen. Okay, Kamera-App. Das ist wahrscheinlich diese Selfie-App, die ich so oft gesehen habe. Ja, lieber ohne Filter. Guck mal, mein erstes Selfie, Leute. Warte mal, ich muss aus dem Bild. Möchtest du mit aufs Bild, Hopsspross? Kann ich auch irgendwie einen anderen Gesichtsausdruck machen? Nee, komm. Ich glaube, das Hopsspross freut sich echt. Ich kann es doch nicht verprügeln, wenn ich es jetzt gerade fotografiert habe. Das wäre gemein. Wollen wir eben kurz versuchen, die letzten zwei Trainer zu finden? Ja, komm. Zwei Trainer sollten hier in dem Gebiet noch sein. Wahrscheinlich auf dem Weg. Nach Mesalona City können wir ja beim nächsten Part. Ihr dürft euch übrigens jetzt vorstellen, das ist mein momentanes Hauptteam. Ich werde gucken, dass ich die alle auf Level 10 bringe bis zur nächsten Folge. Weil dann sind wir auf jeden Fall gut gewappnet für alles, was kommen sollte jetzt momentan. Das ist so praktisch, dass ich die losschicken kann. Baumi, ich will dich haben. Mobile. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Da habe ich deinen Namen vergessen.
Um Gottes Willen. Bring es nicht gleich um, Krokel. Muss meinen Fehler nicht korrigieren. Ach, ich hab vergessen, ich Trottel. Nein, 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 nein. Komm, verballer mir mal die Premierwelle. Ich bin immer, wenn man so einen Zehnerpack kauft. Bin genauso wertvoll wie ein normaler Pokéball. Da habe ich mir schon immer gewünscht, dass es so noch Steigerungen von den Premierbällen gibt, wenn man sich so höherwertige Pokébälle kauft. Aber haben sie nie eingeführt. Das Bonsai-Pokémon. Überschüssiges Wasser in seinem Körper scheidet es über in die Augen aus. Die Zusammensetzung der Flüssigkeit ähnelt dem Schweiß von Menschen. Sehr appetitlich. Noch brauche ich kein Gesteins-Pokémon. Aber ich wollte ein Mobile haben. Hat Mobile eine dritte Entwicklungsstufe mittlerweile bekommen? Ach, das da vorne war der Trainer. Was glitzert hier eigentlich auf dem Boden? Wir kämpfen gegen den Hausmeister. Nein! Und er hat einen Schlupuk. Da gibt's nur eine Möglichkeit. Doch nicht. Ich wollte Dickter rufen, aber Dickter hat nur Sandwirbel. Es bräuchte Lebensschilde. Aber das CM-System ist ja auch ganz praktisch hier, ne? Da habe ich nochmal einen Grund, noch ein bisschen so Ausgehen zu machen, so ein bisschen Material zu farmeln. Also farmen, nicht farmeln. Ich erfinde neue Wörter, Leute. Damit ich mir halt die TMs alle machen kann. So, was hat hier neben dir geleuchtet? Eine Maronbeere. Geh farm. Oh, ein Pichu! Ich werde so leicht abgelenkt in diesem Spiel. Vielleicht nicht mit Krokel. Genau, du bist perfekt. Man muss aufpassen, Pichu könnte sich selbst umbringen. Wehe dir, wenn es stirbt. Keine Sorge, Noah. Ich passe schon auf, dass es nicht stirbt. Es hat keine Wirkung. Guck, ich verhindere, dass es sich selber schadet. Ja, jetzt sind sie Kameraden. Um Gottes Willen, ich gucke unter die Welt. Das Baby-Maus-Pokémon. Pichu sind sehr niedlich, aber wer mit einem zusammenleben will, sollte sich besser auf regelmäßige Stromschläge gefasst machen. Wie wahr. Gibt da noch so ein spezielles Pichu, ne? Das, dieses Sackno-Pichu. Das habe ich früher mal versucht, über ein Ditto zu kriegen. Habe ich nach 1000 Versuchen dann auch irgendwann mal geschafft. So, du bist auch ein Trainer, oder? Ja, das ist auch ein Trainer. Das ist ein Lieferant. Wenn irgendwer heute seine Bestellung nicht kriegt, er weiß warum. Ich habe eh keine Beere außer der Maronbeere, die ich eh nicht brauchen kann. Ich brauche halt nicht mal mein Pikachu, um es fertig zu machen, ne? Ich bin schon zu stark gelevelt. Ja, Level 8. Mir wurde mein Sieg zugestellt. So, jetzt sollten wir uns doch holen können, was der eine hier anbietet, ne? Ich habe Spaß im Kämpfen. Was ist jetzt mein Sonderpreis hier?
Donnerwelle kann ich meinem Pikachu geben. Auch wenn es in ein paar Leveln es eher lernen würde. Ah, hier muss ich hingehen. Ja, wir haben eh unsere eigene Passwort-Hotline. Aber schön, dass man Passwörter braucht. Da brauche ich mir keine Sorgen um Randoms machen. Wie gesagt, irgendwann. Aber ich würde mal sagen, erst so dritte Stadt eventuell. Obwohl, könnte man auch nächstes Mal einmal machen. Müsste ich meine Kollegen fragen. Naja, auf jeden Fall, der Part ist hier jetzt schon lang genug. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.